Heute geht es für die Darmstädter Lilien zum Auswärtsspiel nach Hannover. Der Absteiger aus Niedersachsen tut sich mit der Gangart in der zweiten Liga noch ein wenig schwer und steht mit einem Punkt weniger als die Darmstädter auf dem Relegationsplatz. Die Lilien ihrerseits könnten sich mit einem Auswärtssieg auf den 10. Tabellenplatz hochkämpfen. Mit einem Sieg ist fast jedes Team gefühlt im Abstiegskampf und mit jedem Sieg ist jedes Team gefühlt auf einmal wieder im Aufstiegsrennen, habe ich das Gefühl. Und deshalb gehen wir auch da überhaupt nicht negativ rein in die Geschichte. Wir freuen uns auf ein richtig tolles Stadion. Das ist ein Bundesliga-Stadion, das sind Bundesliga-Verhältnisse und das ist ein guter Gegner, Live-Spiel. Also es ist alles angerichtet und wir sind sehr, sehr positiv, dass wir da auch wieder ein gutes Spiel machen werden und hoffentlich auch das ein oder andere Tor. Gegen die formschwachen Niedersachsen zu punkten, wäre umso wichtiger, wenn man sich das Restprogramm der Lilien in diesem Jahr anschaut. Mit Bielefeld, Stuttgart und dem HSV treffen die Darmstädter noch auf die Spitzenreiter der Liga. Die Vorweihnachtszeit dürfte sich also für die Darmstädter relativ unruhig gestalten. Die wird für mich erstmal unruhig, weil ich Geschenke kaufen muss. Und das ist für mich Stress genug. Und alles andere ist für mich eher positiv. Also wenn ich alleine schon diese Namen höre, die Sie gerade genannt haben, dann lacht mein Herz, weil das sind ja auch Gegner, die wir sehr, sehr gerne spielen möchten oder bespielen möchten. Und wir wissen, dass wir vor allen Dingen auch in den Heimspielen auch auf unsere Fans zählen können, die uns auch jetzt wieder in Hannover wieder sehr, sehr gut unterstützen werden. Und von daher haben wir auch in Hamburg gezeigt, am ersten Spieltag vom ja, fast ausverkauften Haus, einem sehr, sehr starken Gegner, dass wir da bestehen können. Also wir haben da auf jeden Fall eher ein positives Gefühl, als dass wir da negativ reingehen. Also wir freuen uns sehr auf die Spiele. Aber das ist noch alles weit weg. Wir fokussieren uns ganz klar jetzt auf Hannover 96. Und da ist unser Blick drauf und alles, was danach kommt, da werden wir nach dem Spiel anfangen.